Liebe Bürger von Lichtenrode, ich weiß, es war eine entbehrungsreiche Zeit, aber sie liegt nun hinter uns. Wir blicken in die Zukunft, zukunftsgewandt schreiten wir voran. Unser Schicksal in der Hand. Herzlich willkommen zurück. Leute, es waren zwei harte Folgen, ich gebe es zu. Was haben wir alles erleiden müssen? Hungersnöte, Feuer, Schneestürme, Bären, Räuber und was weiß ich noch alles. Aber jetzt. Jetzt soll es endlich aufwärts gehen. Ich glaube, wir haben das größte Problem gelöst. Wir haben wieder einen Wohnraum. Es gibt Platz für die Leute. Unsere Nahrungsvorräte sind zumindest nicht so, dass wir direkt alle sterben müssen. Und ich habe gerade im Off, weil ich mir das partout irgendwie nicht klarkommen wollte, endlich festgestellt, dass man diese Büsche, zumindest dachte ich gerade, das irgendwo entdeckt zu haben. Ja, hier, bei Heidelbeerbüschen, die kann man umlegen. So geht das nämlich. So, und das machen wir jetzt nämlich auch dann. Ich weiß nicht, ob das für alle geht. Offensichtlich nicht für Weißdorn. Ich weiß nicht, was man quasi... Okay, auf Haselnuss auch nicht. Aber so ein paar Sachen kann man so ein bisschen kultivieren. Blattgemüse auch nicht. Was irritieren ist. Naja. Anyway. Also, wir müssen weiter, glaube ich, an unserer Nahrungssituation arbeiten. Ganz großes Thema für uns. Parallel wollen wir aber, dass unsere Stadt wächst. Wir wollen eine Verteidigung endlich sichern und unsere Stadt soll gleichzeitig aber auch schöner werden. Ganz nebenbei bauen wir an unserem zweiten großen Acker. Und überhaupt, ich glaube, ein Problem der letzten Folgen war auch, dass ich einfach zu viele Baustellen gleichzeitig hatte. Das möchte ich jetzt ändern. Wir gucken mal rein. Hier gibt es auch noch so Kleinigkeiten zu bauen, sehe ich gerade, aber ansonsten sieht es ja schon ganz gut aus. Wir starten das Spiel. Händler sind aktuell nicht vor Ort. Das ist so eine Sache, die mich ein bisschen stört, muss ich sagen, noch in dieser Version. Dass wir jetzt hier diese schöne Scheune gebaut haben, aber darauf angewiesen sind, dass jetzt hier ein Händler vorbeimarschiert. Ich meine, das Gold ist da, der Handelsposten ist da, die Scheune ist da. Wir warten seit zwei Folgen darauf, dass wir, glaube ich, irgendwie eine Kuh kaufen können. Ich finde gar nicht das Problem, dass es schwierig ist. Mein Problem ist einfach diese Langwierigkeit, beziehungsweise, dass ich selber keinen Einfluss drauf nehmen kann. Das ist da gerade einfach so ein Glücksspiel irgendwie. Das finde ich ein bisschen eigenartig. So, was ich machen wollte, ist ja diese... Weißdorn? Ne, Hellbeeren? Doch, die Büsche, ja. Umzuplanen, aber wollen wir natürlich sicher sein, dass wir nichts den Sammlern wegnehmen. Ich würde hier ist nämlich auch eine Sammlerhütte. Wir können das hier so vielleicht ein bisschen sehr zentral gelegen platzieren. Und wie das geht. Ich zum Beispiel hier so eine kleine Allee. Oder wenn wir hier einfach so ein paar davon nebeneinander setzen. Das ist ja sensationell. Also zwischendurch einfach ein riesen Nachlader oder sowas. Und dann geht's weiter. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir uns hier nicht ins Gehege kommen. Wäre mindestens... Gut, es macht wahrscheinlich wenig Sinn, die jetzt da ausgerechnet umzupflanzen, die ich schon habe. Hier draußen ist auch einer. Ich will noch so einen, so einen Heidelbeerbusch. Weißdorn ging ja nicht, ne? Nee. Ah, interessant. Guck mal, das Symbol sagt mir ausgegraut, abgeerntet. Das andere ist noch nicht abgeerntet. Interessant. Blattgemüse geht nicht. Ansammlung von Kräuter geht nicht. Hier ist ein Busch, können wir auch mal holen. Jetzt den noch. Haben wir hier zumindest mal so drei Gebüsche hingesetzt. Das ist eine Sache, die ich tun wollte. Ich will auch noch ein paar Straßen irgendwie schöner gestalten. Und es gab den Hinweis drauf, Nahrungsvorräte, wir verlieren natürlich auch immer relativ viel, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux in diesem Spiel. Du darfst nicht zu wenig haben, dann leiden deine Leute. Du darfst aber auch nicht zu viel haben. Denn dann geht es halt einfach von dannen. Es gab den Hinweis und es gab die Idee, jetzt muss ich mal gucken, das mit einem Fassbinder zu lösen. Denn der macht Fässer und die daran aufbewahrten Lebensmittel sind länger haltbar. Das Problem... Fässer brauchen Eisen. Und dann habe ich geguckt, Eisen. Wie kriegt man Eisen? Da braucht man natürlich Eisenerz. Aber um dann Eisen herzustellen, brauche ich eine Gießerei. Und die Gießerei braucht Stufe 3. Und auch wieder diese schweren Werkzeuge. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Bisher so vom Timing, dass ich quasi Gebäude hier errichten kann. In Stufe 2. Die aber nur funktionieren, wenn ich die Sachen kaufe. Also ist ja auch legitim, ne? Es ist ja auch durchaus so, finde ich, dass so eine Wirtschaft sich entwickeln muss. Ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, finde ich es dann doch wieder fast okay. Nehmen wir das zurück.
So, Essen, Brennholz. Ja, Brennholz ist wichtig. Wir gehen mal auf 2 wieder hoch. Genau, wir haben das große Projekt. Machen wir vor, einen kleinen Steinmod hier. Unsere Baumschule. Da bin ich sehr gespannt, wie wir die gestalten. Auch das wird natürlich ein bisschen dauern, weil ich sehe gerade, dass wir sehr viel jetzt natürlich rohes Fleisch, rohen Fisch haben. Ich glaube, eine Räucherei ist nicht genug, oder? Ist nämlich noch eine. Die Frage ist, die ist jetzt hier unten sehr zentriert, weil hier natürlich auch die Fischer sind. 3 an der Zahl und meine Jäger. Jetzt habe ich natürlich auch hier oben dann jemanden gebaut. Ob es Sinn macht, eine zweite Räucherei auch da unten zu setzen. Ist ja recht klein. Ah, die ist auch minus. Also kurz überlegt, ob ich sie quasi in Stadtnähe baue. Ich meine, hier oben ist jetzt aktuell nur ein Fischer und ich sehe auch nicht so großes Fischgebiet. Okay, dann setzen wir sie, glaube ich, hier unten in der Nähe des Lagers. Macht ja sonst, glaube ich, wenig Sinn. Das passt hier leider nicht mehr rein. Achso, weil der Brunnen ist. Ups. Sonst, wo könnte man sie setzen? Jetzt hier so daneben zu knallen, macht irgendwie, sieht auch optisch ein bisschen komisch aus. Den Brunnen nur anders. Ne, der Brunnen ist auch wichtig. Hier vielleicht dann doch, ja, muss es dann so sein. Und dann die Straße, habe ich gesagt, möchte ich quasi jetzt auch dafür sorgen. Zack. Dass das hier mal so eingefriedet wird. Dazwischen haben wir aber ein paar Büsche. Damit werten wir den auf. Können hier auch weiter dann mehr, glaube ich, noch anpflanzen. Und generell mehr an die Sammler ranholen. Nüsse macht natürlich keinen Sinn. Hier oben ist ein... ist hier ein Sammler? Ne, hier gibt es auch keinen Sammler. Ne? Die kann man... Aber man kann echt nur wenige Sachen. Oben würde sich aber auch fast ein Sammler lohnen, oder? Hier hinten nach dem Blattgemüse raus. Überlegen nur. Sammlerhütte. Nein, es gibt einen Überschneidepunkt hier. Beeren und eine Menge Blattgemüse. Andererseits auch hier hinten raus. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, den Leuten jetzt so krass lange Wege aufzubürden. Ich lösen wir es erstmal ohne. Aber wir können mal uns diese Region hier auf jeden Fall noch ein bisschen angucken. Wo geht es nicht? Das geht. Wenn ich zu weit in die Ferne streifen. Hier kennen wir uns schon ganz gut aus. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen einerseits flussabwärts den Berg und überhaupt so ein bisschen hier diese Ecke erkunden. So, das ist auch eine schöne Sache. Was ich versuchen werde, ich will jetzt ein bisschen ruhiger auch bauen. Eins nach dem anderen gewissermaßen. Ich glaube, wem erzähle ich das? Oh, ich muss es nicht erzählen, ihr seid am Start, aber natürlich auch ein bisschen unstet hochgeladen. Man sieht es, als wäre zwischendurch einen richtig krassen Schub gehabt. Ich habe irgendwie so 1000 Klicks an einem Tag. Gleichzeitig konnte ich aber auch nicht jeden Tag was hochladen und dann verliert man tatsächlich sehr schnell die Viewer. Insofern freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ihr mit am Start seid. Und bleibt. Und ich will es jetzt auch nochmal richtig wissen. Dieser temporären Unterkunft frage ich mich die ganze Zeit. Ich meine, sie kostet uns nichts, ne? Sie jetzt abzureißen macht glaube ich auch keinen Sinn, aber ob es die wirklich gebraucht hat? Große Frage. Dann decken wir noch ein bisschen auf. Vielleicht können wir hier noch irgendwo ein paar mehr Büsche. Dann holen wir uns doch diese ganzen Büsche jetzt hier. Hier nochmal so 3 Büsche ransetzen. Die alle so rüberhiefen. Fast schon eine kleine Farm. Ne. Ich meine, wo hatte ich jetzt hier noch was gesehen? Heidelbeer, Heidelbeer, Heidelbeer. Und Heidelbeer. Super. Dann hier, wie gesagt, kommt eine Kaserne hin. Die Geschichte würde ich auch gerne noch mal ein bisschen umbauen hier. Hier vielleicht noch so eine kleine Allee draus machen.
Lass die Oma die immer direkt. Das kostet nicht viel. Jetzt eine Eichen sind mir ein bisschen zu massiv hier, oder? Die passen ja nicht rein. Warum gehen die hier nicht? Da gehen Eichen. Geht hier gar nichts zu bauen? Gehen die Fichten? Nein. Die geht wahrscheinlich keine von denen, ne? Weil die Zedern mochte ich. Ah, das Gebäude schließt hier. Moment. Ist ein bisschen komisch, ne? Das Gebäude ist quasi. Ah ja, es hat so eine Sonne für komplett freie. Okay, verstehe. Könnte trotzdem diese Straße hier mal ein bisschen umdenken. So, dass man das hier zusammenfasst. Moment. Ich weiß, das ist schon wieder so eine vielleicht unnötige Aktion, aber. Hey. Kennt mich. Gebäude wird angegriffen. Ist schon wieder der Bär da. Der Bär ist wieder da. Der will es aber wissen jetzt hier. Da hat er auf die Fresse bekommen. Ich dachte gerade schon, der löst jetzt unser Problem. Dem ist nicht so. Und der Rübenkeller wurde. Okay, wir bauen jetzt diese dumme Kaserne. Sollen sich da Soldaten drum kümmern? Zwar hier. Geht das noch? Ah ne, gerade hier wäre es ja eigentlich jetzt eleganter gewesen, das Zwischenstück. Nein. Zack. Hier ist das Zwischenstück, können wir uns vielleicht löschen. Wir brauchen einen Händler, wir brauchen eine Kuh. Mehr als eine Kuh. Und hier wäre die Kaserne. Deckt die Kaserne, würde ja komplett, glaube ich, unsere Verteidigungsanlagen, unsere Lager abdecken, ne? Naja, wobei, es deckt. Doch, es deckt die Lager ab, ne? Den Rübenkeller. Das ist den Stapelplatz und das Lagerhaus. Nicht ganz sicher, wo die. Wo das Gold lagert. Ob das im Lichtenroder Stadtzentrum ist oder nicht. Aber das haben wir ja wieder reingeholt. Okay, den Karren, es scheint es egal zu sein, dass der Bär irgendwie an ihm nagt. Was macht unsere Baustelle? Wir setzen mal auf Prio, wir brauchen nur einen Stein. Hier, bitte abbauen. Alles abbauen. Gut. Nicht wieder zu viele Aufträge geben. Haben wir was daraus gelernt. Hoffentlich. Also die Büsche haben wir umgepflanzt. Hier noch die Räucherhütte. Hier kommt der Obstgarten. Der kann dann im Frühjahr vielleicht starten. Und wenn wir die zwei Sachen haben, bauen wir die Kaserne. Das ist ein bisschen lächerlich jetzt, ehrlich gesagt, was passiert. Oh, ist hier jemand gestorben? Es wirkt fast so, ne? Aber Fiora ist. Passiert nichts. Einfach ein Haufen Kram. Müssen auch echt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr wachsen, weil jetzt haben wir gerade es, glaube ich, geschafft, wieder halbwegs unseren Verbrauch zu managen. Wenn jetzt zu schnell die Stadt wächst, haben wir ein Problem. Deshalb sollten wir auch keine weiteren Häuser bauen. Okay, wir lassen sie automatisch aufstehen, das macht ja keinen Unterschied. Die sind drei Rahrungsarten, okay, aktuell angeblich null. Guck mal, der hat hier schon drei verschiedene, genau. Also es geht wirklich danach, dass du irgendwie Protein, Getreide, Gemüse, Obst, ne, aus den Kategorien. Getreide können wir noch nicht, weil da fehlt uns eine Mühle und eine Bäckerei, beziehungsweise fehlt uns Getreide. Oh, dieser Bär macht mich so wahnsinnig. Den möchte ich eigentlich auch ankriegen und sagen, jagt ihn zu Tode. Ist ja gerade wieder jemand gestorben? Oder nee, die Person ist geflüchtet, ne? Boah, der hält uns auch so auf Trab einfach, glaube ich. Weil ständig irgendwie Leute was machen, dann ihr Zeug fallen lassen müssen und wieder reinhauen. Aber ich verstehe auch nicht, was es mit diesen Baustellen auf sich hat. 18 Steine auf Lager. Alles ist da.
Brennholz knapp. Winter dauert aber nicht mehr lang. Passt. Man hier, okay, hier haben sie die Steine hingeliefert. Da fehlt noch ein Holz. Okay. Ach, ist echt, weil dieser Bär hier Rampage läuft, ne? Die Frage ist... Jetzt bauen jetzt hier diese Kaserne. Das reicht mir jetzt hier wirklich. $250 Gold, 25 Stein, 25 Bretter. Aber vielleicht kann ich die Kaserne... Ich meine, ich war jetzt ein bisschen schneller als geplant. Weil das Ding noch nicht ganz fertig ist. Das gucken wir uns jetzt an. Jetzt ist es nicht fertig. Räucherei ist noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht kann ich die Soldaten dann gegen den Bär nutzen. Weil jeder verteilt hier mal ein, zwei Schläge und dann war es das. Rüstung und Schwert haben wir halt auch noch nicht, ne? Also wir haben noch ein bisschen was auf Vorrat. So, jetzt aber erstmal Pause. Eine Baumschule. Ein Baumflieger beschäftigt ist hier beschäftigt. Er wird hier arbeiten und Obstbäume in der Nähe pflegen und abernten. Apfelbäume pflanzen, Pfirsichbäume pflanzen, Birnbäume pflanzen. Okay. Okay. Fruchtbarkeit hoch. Aber da brauche ich jetzt nichts weiter. Okay. So haben wir einfach so... Ich meine, die werden wachsen müssen, ne? Das sollen wir auch... Also sie werden eine Wachstumszeit haben. Ich will einfach mal nach hinten raus. Ich fange mal so ein paar von allem, oder? Hier zum Beispiel Äpfel. Gibt's oder gab's da Informationen dazu? Hier steht erstmal nichts zu den Bäumen selbst, ne? Also die scheinen... Scheinen hier alle gut zu sein. Manche leben länger als andere. Ich mach mal zwei erstmal von allen. Könnten hier so... Ich weiß nicht, wie wild wollen wir es mischen? So, zack. Und Pfirsich pflanzen. Das ist eine... Ich habe jetzt Birne gepflanzt, oder ich habe Apfelbirne und jetzt Pfirsich. Na, gucken wir uns das einfach mal an. Das braucht ja hier ein paar Arbeitstage auf jeden Fall. Und das, die Dinger müssen ja doch erstmal wachsen. Ich frage also, wie schnell wachsen die? Also, wenn die erstmal jetzt 10 Jahre wachsen müssen, haben wir natürlich ein Problem. Das hätte für mich Prio. Damit wir hier, weil wir haben eine Menge und ich glaube, da verdirbt einiges immer. Und der Räuchermeister kommt auch nicht hinterher. Müssen wir vielleicht aufgucken, ob das hier genug Brennholz haben. Aber ja, das ist dieser Bär. Der Bär schadet unserer Wirtschaft so massiv, weil keiner den platt kriegt. Was ist denn hier eigentlich? Also es ist irgendwie nichts. Was ist das? Ha. Fasziniert. Okay, Leute. Hier wäre mir jetzt ganz wichtig. Da habe ich keine freie Person. Was ist eigentlich euer Problem mit den Arbeitswegen zum Teil? Gut, ich weiß, was manche Fischer... Okay, manche Fischer und manche Sammler haben natürlich ein echtes Arbeitswegproblem. Zugegebenermaßen. Ich habe keine Arbeiter aktuell. Wenn ich jetzt hier reduziere, müsste ich doch einen Arbeiter kriegen, oder nicht? Jetzt habe ich wieder einen Arbeiter. Würde der jetzt automatisch... Das ist super, also wir können hier sicherlich eine Person rausreduzieren. Okay. Okay, wenn ich keine Untätigen habe. Oh Gott. Dieser Bär! Ich meine, er wird langsam, wir kriegen ihn langsam zäh, ne? Er ist zäh, aber wir kriegen ihn langsam. Der Nächste mit einer Waffe kriegt ihn vielleicht, aber... Gut, wir feiern ein Riesenfest, wenn wir das endlich geschafft haben. Wenn die Kaserne wird zu spät kommen. Ja, danke. Kannst du wieder minimieren. Danke. Aber seit 2 Jahren terrorisiert dieser Bär dieses Dorf. Und jetzt würde man doch eigentlich gerne auf diesen Bären klicken und sagen, hier, Jäger, jagt dieses Tier.
bisschen wie bei Dawn of Man. Das geht halt hier leider nicht. Okay. Wir sehen. Das könnte noch ein bisschen dauern, oder? Okay, wir könnten den fällen. Okay, Baumreife einputzen. Das heißt, die müssen noch ein bisschen... Ich meine... Ihr habt schon kleinere Pfirsichbäume gesehen, ne? Was nicht? Was macht eigentlich diese Birke hier? Die Birke muss hier nicht stehen, finde ich. Das ist eine Obstplantage. Was ist hier überhaupt passiert? Dass jetzt diese einzelnen kleinen Bäume raus... rausholen? Okay, jetzt machen sie, glaube ich, eh. Jetzt killt diesen Bären! Ich liebe Tiere, ich bin Vegetarier, aber dieser Bär macht mich komplett wahnsinnig. Ah, das Kind! Er ist doch nur ein Kind! Ich glaube, unsere Wirtschaft wird einfach komplett eskalieren, sobald dieser Bär nicht mehr da ist. Ich glaube, wir müssen weiter gegen die Nahrungskrise ankaufen. Was hat er denn hier? Armbrust! Brauchen wir wahrscheinlich für Soldaten. Fellräucherfleisch. Unterdurchschnittlicher Preis. Ich kaufe weiter auf dem Weltmarkt. Was ehrlich gesagt auch nicht viel ist. Aber wir haben ordentlich, wir haben eine Menge Kohle. Also das sollte man auch einfach nutzen. Okay, der braucht auch Brennholz, den lasse ich jetzt auch mal aktiviert, weil wir da mehr für brauchen werden. Aber wir entwickeln uns da, weil ja, die Nahrungssituation ist nach wie vor kritisch. Hier hat er jetzt wirklich die da mitten ins Unter, ins Gehölz gepflanzt. Okay, das müssen wir hier leider. Das ist ein Dickicht. Ich möchte, dass das Dickicht weg ist. Ich möchte hier einen schönen. Ups, nein. Aufpassen, dass wir nicht den falschen Baum anklicken. Kleines Dickicht. Ja, mal gucken, was da passiert. Die haben wir schon angeklickt, ne? Ja, mhm. Aber es wächst, ne? Je älter der Baum, desto mehr Produktionskapazität. Schön, okay, das wird. Aber das ist natürlich ein Rieseninvestment. Hätte man früher machen müssen wahrscheinlich. Ich habe zu sehr darauf gebaut, dass wir jetzt einfach mal eine Kuh kaufen können. Können wir aber nicht. Wo wäre denn mal eine... Weil der hat die doch, oder? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja. Warum sind wir da rübergewandert? Ich sehe es ehrlich gesagt auch gar nicht. Das ist nicht euer fucking Ernst. Sorry, aber dieser Bär vermiest mir hier gerade ein bisschen das Game. Es kann doch nicht angehen, dass ein Dorf von 70 Personen, ja, es waren mal 70, denn zwei sind diesem Bären zum Opfer gefallen, einfach über Jahre nicht in der Lage ist, diesen Bären Herr zu werden. Dass ich jetzt wirklich eine Kaserne dafür baue. Okay. Aber ich will mal... Scroll dann einmal so rüber. Zu weit rechts ist. Ich meine, es macht keinen Unterschied, denn... Ich will nur sicher sein, dass hier wirklich irgendwo ein Bär auftaucht, ne? Bär, sag ich schon. Ah, eine Kuh! Da! Eine Kühe! Oh, ich hab einen zweiten. War der doch keine Kühe, oder nicht? Guter Mann, verkaufen Sie Kühe. Sie verkaufen Kühe. Pause. Eine Kuh für 700. Und wisst ihr was? Mir scheiße, wir kaufen uns jetzt diese Kuh. Das ist halt eine, ne? Bräuchte ich nicht technisch gesehen zwei? Hm. Okay, wir müssen hier auf 700 irgendwas kommen. Da haben wir aber noch genug, um 250 kostet die Kaserne. So. Man muss erst rüber geschafft werden. Ey, wehe, jetzt ist das Gold gleich nicht da und der Händler dann aber schon weg. Irgendwie. Ah. Und bitte, tut was gegen diese Bären. Dass der auch so eingestellt ist, ne, dass der dann wirklich konstant hier rummarodiert. Das ist ja auch die Höhe. So, hier habe ich einen... Oh, mir fehlt auch ein...
Mir fehlen echt Leute, ne? Das ist ein echtes Problem gerade. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo Jobs einsparen. Aber was brauchen wir? Was? Bergarbeiter? Achso, das sind die Tonleute, ne? Da reicht vielleicht einer aktuell, weil wir den selber kaum für Baustellen brauchen. Wir müssen Leute einsparen, dass wir gleichzeitig auch bauen können. Der Wagner hat keinen. Sammler brauche ich unbedingt. Den Wagner brauche ich ja auch. Also, das sind schon alles Positionen, die besetzt sein möchten. Vielleicht kommt noch Militär dazu. Ah, da gibt's. Okay, die Kohle ist da. Da ist auch jemand mit der ganz großen Schubkarre dann rüber, ne? Du hast 6 Kühe. Ich kaufe jetzt zu einem weit überdurchschnittlichen Preis. Achso, das ist ja nur die Anzahl. Eine Kuh bitte. Für 700 Gold. Wir haben einen Deal. Kann ich dir was anbieten? Oh ja, ich kann dir im Gegenzug vielleicht ein paar Töpferwaren verkaufen, die ich hier gelagert habe. Das war doch eh der Plan. Da können wir auch mal mehr ins Inventar packen. Ja, nicht so viel. Haben wir ordentlich was in den Handelsposten. Kerzen nicht, weniger, okay. Vielleicht können wir so eine zweite Kuh kaufen. Ich brauche da garantiert 2, oder? Keiner erzählen, aber was? Was kann ich vernünftig verkaufen, ist die Frage. Ich meine, ich könnte dem halt noch mehr Töpferwaren verkaufen, aber die muss ich erstmal rüberholen. Der Preis ist durchschnittlich. Die Frage ist, macht es den halt wirklich zu überdurchschnittlichen Preisen? Wow. Ah, wähle eine Scheune für deine Kühe. Scheiße. Oder schicke die Herde zum Grasen auf die Weide. Das ist okay. So, jetzt machen wir auf jeden Fall einen Platz. Leodin zieht sich zurück. Okay. Ah, okay. Wir sagen Set Gazing. Also, sie sollen grasen. Tendenziell dann halt hinter der... Ich weiß nicht, ob es einen Einfluss hat. Jesus, so. Dass man sagt, hier wird hier zwischen den Bäumen, da könnt ihr grasen. Ja, wir haben eine Kuh! Wisst ihr, was gleich kommt? Ein Wolf und reißt uns die Kuh weg. Boah, der Bär, wenn der Bär sich die Kuh krallt, er rast dich aus. Ja, eine Kuh. Nein, ich wollte die Kuh. Hm. Ah. Ich raste aus, tötet den Bär. Oder baut die Kaserne und schickt mir Soldaten. Aber okay, wir machen Fortschritt. Einfach abgesehen, dass der Bär uns einfach komplett terrorisiert und ich nicht weiß, was ich dagegen tun kann. Wir haben einen Obstgarten, wo wir mehr Bäume pflanzen sollten. Die haben wir schon definiert, ne? Ja, ja. Müssen sie nur noch mal wegreißen. Ja, da können wir noch nachlegen. Dass wir zumindest hier keine so. Zack, zack. Jetzt, wie gesagt, wir wollen es nicht übertreiben. Wo jetzt was? Hier war das Pfirsich. Oh, ein Pfirsichbaum? Das wäre es doch auch zu Hause irgendwie. Böhne. 6 Leute haben die Schule abgeschlossen. Ja, Leute, lernt lieber mal, wie ein Bären tötet. So, holen wir jetzt noch eine zweite Kuh. Ich hab das Gefühl, man kann dazu selten Kühe kaufen. Ah, die haben's ja nicht rübergeholt. Und der ist weg, ne? Ah, ne, der Kuhmann ist noch da. Mein, der Preis ist, ist Abzocke. Da sind wir, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, Leute, wenn wir jetzt noch eine Kuh kaufen, den Obstgarten dann über die nächsten 2, 3 Jahre, 5, 6 Jahre zum Laufen bringen,
dann diesen Acker auch mal bauen. Den würde ich jetzt quasi danach, wenn quasi das hier erledigt ist und die Kaserne gebaut ist, dann ist es ja Prio. Ey, hat der wieder mehr Leben? Ey, verpiss dich, bitte hau ab, ey. Wirklich. Gieß mir so auf den Geist. Ist kein Sammler in der Nähe, ne? Ne, du bist eh eine Jagdhütte. Wo ist der nächste Sammler? Warum sind denn hier immer noch so viele Büsche? Die holen uns da alles. Snaggy die Snack. Kommt nämlich der Busch zum Sammler und nicht der Sammler zum Busch. Mehr davon bitte. Zack. Ah, wahrscheinlich, weil wir die gerade entdeckt haben. Ah, so, zack. Können wir auch mal hier welche hinsetzen. Ich meine auch, ja, das macht als Jeff wieder alles Arbeit. Aber das revolutioniert ja auch, wenn wir da alles. Hier ist noch einer. Wir können auch hier so, zack. Cool! Also die Kuh will ich noch kaufen, die zweite Kuh. Nein, der Mann ist weg! Okay, ehrlich gesagt, vielleicht besser so für unsere Staatsfinanzen. Aber ich sag mal so, wenn der Bär nicht wäre, wir hätten eine richtig gute Zeit. Jetzt noch die paar Bäume hier weg. Und was machst du hier mit der Kuh? Guckst du die Kuh an? Schönes. Auch da ist die Frage, sollte man das einzäunen, die Geschichte? Und den, ja, wie... Also man sollte ja wahrscheinlich einfach sagen, die Bäume sind nicht egal, sind ja egal, ne? Melken? Nein. Warum nein? Melken deaktivieren, Slaughter? Nein. Okay, aber Getreide ist auf Lager, also dafür wir produzieren ja Getreide, das ist ja alles in Ordnung. Könnte das sogar verbessern. Ich muss eigentlich über Werkzeuge nach. Warum melken? Nein. Was ist das Problem? Futtervorräte sind da. Jetzt, also wenn ich deaktivieren sage, melken ja. Okay. Weil ich will ja Milch produzieren. Käse haben wir, glaube ich, gesehen, dass das noch nicht geht, oder? Kümmern Sie sich drum. Dass Nahrung nicht hier aufgeführt ist. Käse war hier, ne? Ne, das war Glas. Gab es nicht eine Käserei? Oder kann ich die doch schon bauen? Hm? Habe ich es überblättert? Da, Käserei, ja. Okay, Stufe 3. Ist so schade, dass diese Produktionsketten. Na gut, aber da finde ich es in Ordnung. Weil du startest jetzt quasi mit Milch und die Verfeinerung ist in der Käse und der Käse hält sich natürlich noch länger. Aber cool, Leute, wir haben, glaube ich, einen wichtigen Schritt gemacht. Wir haben unsere erste Baumschule, die nach und nach jetzt wachsen wird. Dann müssen wir nur diese anderen Bäume noch raushauen. Aber es ist ein Auftrag gegeben, dass das nächste Feld kommt. Wir haben gelernt, wie wir Büsche verlagern können. Das können wir noch weitermachen, wenn wir mehr entdecken in der... Hier sind wir Punkte gesetzt. Finden wir vielleicht auch noch ein paar Büsche. Das Feld haben wir uns natürlich noch gar nicht angeguckt, aber Fruchtbarkeit sinkt weiter massiv. Unkrautniveau haben wir mittlerweile ein bisschen abgebaut. Das müssen wir beobachten, ob wir das noch irgendwie... Können wir mal düngen? Ich habe schon wieder eine Krankheit. Astergelb. Durch Insekten übertragene Krankheit, die zu Wachstumsstörungen und erheblichen Ertragsverlusten führt. Es ist vorteilhaft, oft infizierte Pflanzen zu beseitigen. Aber wie? Wie würde ich denn das tun? Hä? Mann, okay, ja. Wir haben ganz miese Ernte nur. Und wie düngt man? Wie geht Düngen? Das können wir noch ganz kurz klären. Kompoststatus. Wenn eine Menge
Stärke. Also zersetzen 97% 16 sammeln. Umschalten? Achso, einfach nur auf Umschalten heißt in dem Fall nicht. Kompost 0 produziert. Warum 0? Warum produziert er keinen Kompost? Also er sammelt es offenbar. Kompost kann zu Ackerfällen hinzugefügt, um deren Fruchtbarkeit zu erhöhen. Aber was macht er das automatisch? Wenn ihr wisst, wie ich Kompost auf meine Felder bringe, lasst es mich gerne wissen. Nächste Folge kommt die Kaserne und wehe, der Bär kommt dann noch wieder. Wir halten Ausschau nach einer weiteren Kuh, da wird auf jeden Fall unser Gold rein investiert werden. Mittlerweile haben wir auch ganz gute monatliches Einkommen, da könnten wir uns auch den Heiler demnächst leisten. Das ist auch eine Maßnahme. Und wir merken aber, dass wir gerade auch so ein Limit haben. Ne? Wenn wir jetzt noch mehr Produktion bauen, brauchen wir auf jeden Fall auch wieder mehr Leute. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Hier muss auf jeden Fall noch ein Baum hin. Und mit diesem Baum möchte ich quasi diese Folge feiern. Zack, Eiche. Unsere Stadt ist doch schon ganz hübsch geworden. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun. Gerade hier in der... Aber wir... Leute, wir haben Milch! Wir haben Milch! Weitere Nahrungsquelle aufgetan. Die sollte jetzt vielleicht dann auch schnell vertilgt werden. Ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Ich glaub, was jetzt echt passieren muss, ist Felderwirtschaft. Hier sind wir noch nicht ganz durch. Alles klar. Das in der nächsten Episode von Farthest Frontier. Bis dahin, ciao.